Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich muss mich schon wundern, wenn ich da junge Menschen sehe im Zuschauerraum. Wenn ich so gucke, kann ich keinen Kranken erkennen. Die müssen ja alle krank sein nach Ihrem Bericht, den Sie eben gerade gegeben haben. Sind gesunde, junge Leute. Wundern muss ich mich auch schon, dass wir am Mittwoch, Frau Lück, warten Sie doch erstmal. Wir haben am Mittwoch gerade gemeinsam das Gesetz ÖGDG beschlossen, mit einer gemeinsamen Entschließung. Und heute werfen Sie einen Antrag in den Haus, der den ÖGDG in seinen rechten und tatsächlichen Grundsteinen in Frage stellt. Und selbstverständlich haben Sie eine kleine Anfrage gestellt, haben auch aus dieser kleinen Anfrage zitiert, aber Sie haben nicht alles wiedergegeben. Die Ministerin sprach schon an. In den Landkreisen ist die Durchführung der schulärztlichen Untersuchung die Landkreise sind dafür zuständig. Und man hat auch benannt, warum es so ist. Weil nicht genügend Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst gefunden werden. Das Nachwuchsproblem ist nicht nur in den kleinen Landpraxen, sondern auch im öffentlichen Gesundheitsdienst. Und ein zweiter Punkt ist, man kann nämlich die Zahlen einfach so darstellen, dass viele junge Menschen, viele Kinder an den Untersuchungen nicht teilgenommen haben. Da steht genau drin, ich kann daraus zitieren, mit Genehmigung der Präsidentin natürlich, damit es dort in der Regel schneller möglich war, freigewordene Stellen wieder zu besetzen. Und dann kommt Ursache für die festzustellen größeren Schwankungen in der Durchführung der schulärztlichen Untersuchungen in der 4. und 8. Klasse zwischen den einzelnen Schuljahren sind häufig auch längere Erkrankungen einzelner Ärzte und auch der Schüler. So, das steht nämlich auch in der Antwort der kleinen Anfrage drin. Und schon relativiert sich die Zahl. So, und weiter. Frau Oldenburg, Sie haben ja auch an der Anhörung im Sozialausschuss nicht teilgenommen. Da wurden auch diese Probleme von den Ärzten im öffentlichen Gesundheitsdienst genannt, dass Sie erstens wegen der Bezahlung, das sprach die Ministerin schon an, und zweitens, dass man keine jungen Ärzte findet, besonders in den Landkreisen. Bei den kreisfreien Städten sieht es etwas anders noch aus, aber gerade in den Landkreisen findet man keinen Nachwuchs. Das müssen Sie einfach auch hier ansprechen. Und das ist nicht nur ein Problem hier bei uns im Bundesland. Ich habe eine Studie gefunden, eine Studie der Universität Osnabrück. Und da würde ich empfehlen, sehen Sie sich diese Studie mal an. Da wird nämlich erwähnt, es gibt 5 Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland, die eine flächendeckende Untersuchung bei den Grundschulen gewährleisten. Das sind die Länder Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Alle anderen Länder haben so eine flächendeckende Untersuchung nicht. Das hat keiner gesagt. Ich habe nur gesagt, das ist nicht nur ein Problem hier in Mecklenburg-Vorpommern, sondern in allen Bundesländern. Und wenn man dann weiterliest in dieser Studie, dann haben sich gerade in den alten Bundesländern Leute dazu gemeldet, sie haben Probleme, den öffentlichen Gesundheitsdienst mit Stellen zu besetzen und bei der Finanzierung. Also es ist nicht nur ein Problem hier in unserem Land. Und die Finanzierung, darüber wird gesprochen im FAG, da wird darüber verhandelt. Und es steht ja gar nicht fest, dass die Rahmenbedingungen nicht so sind, dass die Landkreise diese Aufgabe ordnungsgemäß wahrnehmen können. Aber wir können jetzt nicht auf den Landkreisen rumhacken. Das machen sie aber, indem sie die Arbeit dort in Frage stellen und auch die wirklich engagierte Arbeit der Ärztinnen und Ärzte. Und was auch in dieser Studie drin steht, dass der Freistaat Sachsen aufgrund dieser Probleme eine Regelung gefunden hat im öffentlichen Gesundheitsdienst. Und da muss man später mal drüber reden. Und da müssen wir uns auch mal die Ursachen ansehen und auch vielleicht nach Lösungsansätzen suchen, dass man, weil man nicht genügend Ärzte findet im öffentlichen Gesundheitsdienst, die Möglichkeit geschaffen hat, dass auch niedergelassene Kinderärzte und Kinderärztinnen diese Untersuchungen durchführen können.
So, darüber muss man reden und verhandeln, ob das auch möglich ist. Aber das können wir jetzt nicht einfach nur, weil Sie eine kleine Anfrage gemacht haben, jetzt eine Entscheidung fällen. Da ich hatte Ihnen ja gesagt, was in der kleinen Anfrage und in den Antworten drin steht. Sie haben nur einen Teil zitiert. Ich habe einen Teil rausgesucht, wo man auch sagen kann, die Ursachen wurden dort benannt. Aber damit heilen wir und können wir erstmal keine Lösung finden. Aber das muss man sich ansehen. Und wo alle Bundesländer, also diese 5 Bundesländer übereinstimmen, ist, dass eine Finanzierung über die Kommunalfinanzen gemacht wird. Eine dritte Möglichkeit besteht, und das wird praktiziert bei der zahnärztlichen Untersuchung, dass man die Gruppenprophylaxe an die Zahnärztinnen und Zahnärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes übergeben hat, aber auch die Möglichkeit geschaffen hat, dass niedergelassene Zahnärzte diese Untersuchung durchführen können. Und in dieser Studie wird Mecklenburg-Vorpommern nicht so dargestellt, dass bei uns die Kinder an Gesundheitsschädigungen leiden. Im Gegenteil, es wird hervorgehoben, dass hier eine gute Arbeit gemacht wird. Und die wollen wir uns mit Ihrem Antrag nicht in Abrede stellen lassen. Und insofern haben, aber natürlich müssen wir auch immer daran erinnern, auch das kam in der Anhörung, Herr Koplin, Sie waren dabei, dass auch eine Pflicht bei den Eltern liegt. Und die haben Sie jetzt bei Ihren Betrachtungen ganz außen vor gestellt. Und ich glaube, das ist auch nicht richtig. So, und insofern werden wir Ihrem Antrag nicht zustimmen. Ich gebe Ihnen nochmal die Empfehlung, lesen Sie diese Studie und dann werden Sie sehen, dass bei uns die gesundheitliche Vorsorgeuntersuchung gerade bei den Kindern und Jugendlichen nicht vorbildlich ist, aber wir sind auf dem richtigen Weg und machen das möglich, was zurzeit möglich ist. Dankeschön.